Hallo liebe Rätselfans, willkommen zurück bei Chromagun und hier spricht für euch Ustra. Ich habe super viel Spaß an dem Spiel gehabt und ich wollte mehr machen als eine Folge, hatte aber zu der Zeit, als ich hiermit angefangen habe, nicht so viel Zeit davon, weitere Folgen zu machen. Deswegen bin ich umso froher, jetzt wie hier, dabei zu sein, hier bei Chromagun. Und das wissen wir eigentlich schon, dass die nicht so freundlich sind, die Druiden. Oder die Drohnen. Flup, flup. Oder was auch immer das für Leute sind. Aber nichtsdestotrotz werden wir... Muss ich mich mal eben wieder dran gewöhnen, wie das ganze Spiel so funktioniert hat. Ach so hat das funktioniert. Ach ja, ich weiß es doch wieder. Kein Ding, wir müssen irgendwie diese wunderbaren Drohnen irgendwie von A nach B bekommen. So, und das versuchen wir jetzt mal. Wenn wir hierhin gelb machen, erreicht ihn das schon? Nein. Aber das müsst ihr ihn erreichen. Ja, und so war das Spiel eigentlich. Hat mir das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich mir wieder böse einen abgebrochen habe am einen oder anderen Tag. Ich glaube, ich bin. Nö, ich bin nur hier irgendwie. Es ist sehr verkehrt, wenn meine Hände in die Richtung gucken. Oh, ich habe noch mehr Hände. Oh, in die Richtung gucken und eigentlich in die andere Richtung wollen. Der Ball ist rot. Dann wollte ich den mal dahin bringen. Ja, reicht doch so, mein Gott. Hup. Und dann wollen wir mal diesen Ball jetzt irgendwie dahin bringen oder den dahin oder wen wohin und beide müssen auf sein. Oh. Oh, wie soll ich den denn da durch den Gang kriegen? Grün ist blau und gelb, ne? Okay, anscheinend. Erstmal, das ist ganz wichtig. Wie kriege ich den denn da durch? Ah, seht ihr? Alles nicht so schlimm. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt brauchen wir gelb, folglicherweise. Ist es orange? Okay, alles klar. Nun, das war mir nicht auf Anhieb klar. Wir können weitergehen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir gekommen sind. Ich glaube, wir haben die ersten zwei Kapitel hier beendet. Und wie ich schon sagte, es ist halt eine andere Idee, Level zu lösen in einer ähnlichen Aufgabe, wie das auch schon, ich sag jetzt mal, Portal getan hat. Will man wahrscheinlich als Entwickler von dem Spiel nicht hören, dass das in irgendeiner Weise so ist. Aber es ist ja dann doch ein bisschen ähnlich. Wo willst du denn hin, kleine Drohne? Folglicherweise dahin. Das heißt, ich muss dich da erstmal rauslocken. Und dann brauche ich dich auf blau. Okay, dann haben wir dich schon mal. Du bist blau. Blau und... Gelb ergibt grün. Hatten wir doch gerade. Das Problem ist einfach wirklich daran, ich bin überhaupt kein... Okay, den brauchen wir in Orange. Oh, den brauchen wir mal eben in Orange. Ich bin überhaupt kein Mensch, der viel mit Kreativität in Form von Farben zu tun hat. Und für mich ist das jedes Mal wieder ein... Wie geht das nochmal mit den Farben? Hey, tropft Öl. Das ist nicht okay. Vielleicht kriege ich auch noch schwarz als Farbe. Wäre auch interessant. Und wieder ein Level durchquert. Aber man sieht es ja auch immer angezeigt, was ergibt. Und trotzdem kann ich mir das nicht merken. Okay. Also erst müssen die einfarbig dahin. Und dann müssen die zweifarbig dahin. Also ist das jetzt blau. Du bist rot? Du bist rot? So, dann komm doch du mal hier hin und du bist blau.
erstmal wieder die Kamera zerstören. Das Wichtigste überhaupt. Und dann bist du blau. Blau und Gelb ergibt Grün. Ach, ist kein Problem. Ja, och, das habe ich. Ein Glück. So, du bist gelb und dich brauche ich dann in Orange. Okay, das heißt, ich kann dich schwarz färben. Und jetzt brauche ich einen noch davon auf Violetter und dann mache ich dich mal draus. Okay, scheint zu klappen. Okay. Schwitz! Jawollo! Es macht mir nichts aus. Einfach zu de. Okay, ich kann dich nicht farblich ändern. Das macht ja nichts. Wow, 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 wow! Nicht mich so stressen! Ah. Das war vielleicht dumm. Das gebe ich eventuell zu. Ich gebe das, glaube ich, zu, dass das nicht ganz so clever war, was ich gerade getan habe. Na gut, immerhin kann ich dich noch ändern. Dann wechsle ich das einfach so. Machen wir erstmal die Tür auf. Ach du Scheiße. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen in Blau. Ah. Ich weiß nicht, warum ich hier so viele Bälle brauche. Oh, ich glaube, ich weiß doch warum. Ah, das war nicht so clever, glaube ich. Jetzt ist die Tür nämlich zu und keiner kommt mehr durch. Na gut, wie konnte man nochmal restarten? Oh, ich kann zählen, wofür ich auch das immer brauche. Mit Z? Ach ja, mit Z, okay. Das war nicht clever. Das waren Dinge, die ich nicht unbedingt tun wollte. Das ist ja klar. Und Gelb ist erstmal auch klar. Und da ist erstmal blau und da ist auch erstmal gelb. Okay. Okay. Nee, warte mal. Ich kann den in der Farbe ändern. Komm mal eben mit hier rein. Gelb. Okay. So, jetzt muss ich das auf. Warum kann ich ihm eine andere Farbe geben? Achso. Eventuell deswegen. Aufmachen! Dankeschön. Jetzt brauche ich den blauen Ball wieder hier drin. Und jetzt brauche ich den gelben Ball wieder da. Und dann brauche ich da kein Rot mehr. Und dann habe ich das auch gelöst. Ich weiß nicht, warum das manchmal so zuckelt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Autsch. War doch alles nicht so schlimm. Warum mache ich mir denn so einen Kopf um die Sachen? Anscheinend war das erst die komplette Stage 2. Weil ich das Achievement dafür gekriegt habe. Farbenanziehung. Worker Druids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen und können zwischen ihnen aufgehängt werden. Um zu lösen, tritt auf die tödliche elektrische Wartungskachel. Was? Um den nächsten Raum zu lösen, soll ich da drauf treten? Niemals!
Oh. Hups! Zu deiner Sicherheit und der Sicherheit anderer, versuche bitte nicht auf tödliche elektrische Wartungskacheln zu treten oder dein Gesicht daran zu reiben. Ich versuche es. Sensationell. Obwohl dir befohlen wurde, deinem sicheren Tod entgegenzugehen, bist du ruhig geblieben und hast dank schlüssigem Urteilsvermögen die Situation ausgewertet und eine praktikable Lösung gefunden. Da sind Glückwünsche angebracht. Komm mal hier hin. Ach, der will nicht. Der weiß, was los ist, oder was? Der... Ah! Die wissen also, wie der Hase läuft. Diese komischen, aggressiven Arbeiterdrohnen. Sind die natürlich alle blau, ne? Okay, mach davon alleine. Alles klar! Nicht angucken, bitte. Ich bin sehr schüchtern. Bitte nicht mit den Kameras in meine Richtung. Danke. Fällt jetzt immer noch kniffliger. Also jetzt gibt es doch Aufgaben, die mich wirklich aktuell umbringen können. Tödliche elektrische Wartungskacheln. Jetzt auch in ihrem Labor des Vertrauens. Tja, wen brauche ich denn hinten? Brauche ich hinten eine bestimmte Farbe? In der Theorie nicht. Dann werde ich auch in der Theorie keine extra Farbe brauchen. Was haben wir hier? Blau. Gelb. Und Rot. Wir brauchen auch noch einen in der letzten Kammer. Wie kriegen wir das denn hin? Ach, er öffnet da die Tür. Okay, das heißt, dich machen wir hier in irgendeine andere Farbe. Grün zum Beispiel. Dann holen wir uns das Ding jetzt dahin. Machen das wieder blau. Okay. Ah, dann müssen wir einen davon opfern von den Dingern. Ach so, ich verstehe schon. Dann machen wir das irgendwie auch in irgendeine andere Farbe, damit der jetzt wieder mitkommt, der gelbe. Nehmen den auch schon mal mit, den roten. Ich hoffe, jetzt werden nicht beide zerballert. Nehme hier einmal den roten. Und würde einmal da gerne den gelben vorschlagen. Dankeschön. Oh, das war knapp. Achso, und jetzt brauche ich nochmal den blauen. Habe ich nicht gesehen. Komm rüber hier, mein Freund. Mach dir keinen Kopf. Du gehörst dahin. Na, siehste. Alles schön. Mach mal Papa den Ausgang frei. Halt mir mal die Tür auf, sagt man auch dazu. Farbfilternde Wände. Ausschließlich Farbkugeln können Wände passieren. Na gut, das ist ja okay. Grün. So müsste grün sein, ne? Und der erste ist schon mal erledigt. Und jetzt musst du auch grün werden. Oder bist du schon orange? Aufhängen zwischen zwei Wänden kann ich den auch nicht. Ich muss mal eben überprüfen, welche Farbe das Ding hat. Orange. Okay. Ja, das hätte ich zuerst machen müssen. Verdammt! Töte mich! Es ist anzumerken, dass ein Ausgang niemals innerhalb oder unterhalb tödlicher Wartungskacheln platziert ist. Ja, das ist okay. Habe ich schon verstanden. Na, siehste.
Alles kein Ding. Jetzt mache ich dich grün und dann ist alles in Ordnung. Und dann kann ich schön hier nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Das Ding ist blau und das Ding muss dahin. Ist ja kein Ding. So, dann hangeln wir das Ding mal weiter. Na, reicht schon. Okay, dann gehe ich mal. Okay, was soll das bedeuten? Oh, findet der den Weg nach mir alleine? Das ist ja cool. Gelb. Scheiße. Blau. Und rot. Okay. Farben. Das bin ich im Stich. Irgendwie, das ist eigentlich auch eine ganz logische Sache, welche Farbe zu welcher Farbe wird. Aber jedes Mal sitzt wieder da und so. Welche Farbe? Ich glaube, ich brauche grün. So. Ich glaube, ich brauche rot. Die armen Arbeiter-Druiden-Dingsbums-Worker. Da sind gelbe Wände. So, wir können das hier mal schon mal lila färben. Dann machen wir nämlich hier eine von orange von. Hat sich nämlich die erlegt. Und dann haben wir hier gleich schon das Richtige und können hier einfach am Ausgang warten. Und dann können wir einfach rückwärts in den Sieg spazieren. Besser lieber vorwärts. Nicht, dass es doch nicht das Ende des Levels ist. Und einfach nur eine Grube, die mich einfach nur in den Tod stürzen möchte. Was ich auch möchte, ist, dass ihr eventuell dieses Video liked, das Ganze abonniert und dann beim nächsten Mal wieder reinschaut. Das wäre schön, denn diese Folge ist beendet von Chromagun. Ich werde davon noch ein paar machen. Mir gefällt das eigentlich ganz cool. Mir gefällt es gut und finde es cool. Ich hoffe, ihr auch. Das wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Knarre. Ciao.